Und ich begrüße Dr. Bernd Althusmann, Mitglied des CDU-Bundespräsidiums und Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen. Einen schönen guten Tag nach Hannover. Einen schönen guten Tag. Herr Althusmann, wer kann die CDU aus ihrer größten Krise, so hat Jens Spahn sie gestern bezeichnet, herausführen? Friedrich Merz, das Team um Armin Laschet zusammen mit Jens Spahn oder Norbert Röttgen plus X? Zunächst einmal ist es gut, dass die CDU Deutschland aus dem Stand heraus herausragende Köpfe präsentieren kann, die allesamt in der Lage wären, den Bundesvorsitz zu übernehmen und dann auch die potenzielle Kanzlerkandidatur. Ich persönlich glaube, dass das Profil des künftigen Bundesvorsitzenden und vielleicht dann auch Kanzlerkandidaten, sofern die CSU zustimmt, dahin gehen sollte, dass wir nicht nur das klassische CDU-Wählerklientel ansprechen, sondern weit in die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche hineinwirken können. Von daher braucht es aus meiner Sicht eine Person, die integrieren kann, die Brücken bauen kann, die aber auch eine klare Kante zeigt bei bestimmten politischen Handlungsfeldern, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Deutschland für die nächsten 10 Jahre letztendlich mit einer Vision zu versehen, sodass wir wirklich wieder Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erhalten. Wer wäre das Ihrer Meinung nach? Es muss ja auch eine Person sein, die weiten Rückhalt in die Parteibasis genießt und auch die unterschiedlichen Strömungen in der Partei, die unterschiedlichen Flügel wieder zusammenbringen kann. Wer hat diese Kompetenz am ehesten Ihrer Meinung nach? Ich glaube, es ist nicht klug, einen Tag, nachdem die Kandidaten sich präsentiert haben, insbesondere auch dem Verzicht von Jens Spahn, den ich ihm persönlich sehr hoch anrechne, weil er sich persönlich zurücknimmt, um damit für die Partei ein Signal zu setzen, dass es jetzt um die Einheit und Geschlossenheit der Union geht. Letztendlich ist es aber, denke ich, einen Tag danach zu früh, dass die einzelnen Landesverbände sich möglicherweise jetzt schon festlegen auf diesen oder jenen Kandidaten, was wir nicht gebrauchen können, schon gar nicht am Tag nach der Wahl, nämlich am 26. April, dass wir wieder in zwei Lager oder mehrere Lager uns spalten. Wir brauchen jetzt die Einheit und Geschlossenheit. Ich traue es am Ende Armin Laschet im Besonderen zu, Menschen zusammenzuführen. Ich denke aber genauso, Friedrich Merz hat eine breite Zustimmung innerhalb der Partei, wenn es um die Frage des Aufbruchs geht, so wie er es bezeichnet hat. Für mich stehen beide Kandidaten, wie ich finde, sehr stark für einen nach vorne gehende Union. Und es bleibt am Ende beim Parteitag darüber zu entscheiden, wen die Partei für den geeigneten hält, letztendlich diese Partei für die nächsten Jahre in die Zukunft zu führen. Friedrich Merz, weil Sie ihn gerade angesprochen haben, hat aber auch gesagt, die Entscheidung über den Parteivorsitz wird auch eine Entscheidung über die zukünftige Richtung der Partei sein. Wäre denn seine Richtung für die CDU auch Ihre Richtung für die CDU? Ich denke, er hat einige Flöcke eingeschlagen, was die Frage der Wirtschaftspolitik betrifft, was die Frage letztendlich der Weiterentwicklung auch Deutschlands betrifft. Das ist aber genauso mit Armin Laschet, finde ich, sehr eng verbunden. Er ist ein erfolgreicher Ministerpräsident. Er hat gezeigt, dass er es kann. Er verfügt über jahrelange Erfahrung als Regierungschef und natürlich in unterschiedlichsten Funktionen. Insofern haben beide ihre Stärken, möglicherweise haben auch beide ihre persönlichen Schwächen. Ich glaube, beide sind ausgesprochen gut geeignet. Es wäre ein gutes Signal gewesen, wenn alle Kandidaten, die letztendlich sich darum bemühen, Bundesvorsitzender zu werden, wenn sie sich geeinigt hätten auf einen, weil wir, ich wiederhole mich, letztendlich einen Richtungsstreit, soll es nun in diese oder jene Richtung gehen, Kontinuität gegen Aufbruch. Ich halte dieses Signal für nicht wirklich hilfreich. Beide Personen, beide Kandidaten haben ein ausgesprochen interessantes Profil. Und am Ende geht es darum, wer die Partei beim Bundesparteitag hinter sich bringt. Ich glaube, dass Armin Laschet da gute Chancen hat. Aber ich weiß, dass Friedrich Merz auch von vielen Mitgliedern der Partei geliebt, verehrt wird. Insofern wird es ein spannendes Rennen zwischen diesen beiden im Besonderen. Und Norbert Röttgen kommt ja noch hinzu, ein ausgewiesener Experte. Ja, genau. Da wollte ich gerade nachfragen. Norbert Röttgen, über den haben Sie noch gar nicht gesprochen. Der kommt auch dazu, sucht noch eine Frau für sein Team. Wie ist Ihre Meinung zu Norbert Röttgen? Welche Chancen hat er oder welche Kompetenzen aus Ihrer Sicht? Norbert Röttgen ist ein ausgewiesener außen- und sicherheitspolitischer Experte, ein kluger Kopf der Partei, das wissen wir. Ich weiß aber auch darum, dass einige seiner Parteifreunde aus Nordrhein-Westfalen ihm insbesondere die Vorgänge um das Jahr 2012 schon ein wenig vorhalten.
Insofern hat er im Übrigen auch den Prozess, ich finde, er hat sich nicht so richtig an die Spielregeln gehalten, dass wir bis zum 24. Februar erstmal innehalten. Den Vorwurf von Hinterzimmern finde ich etwas schlicht, denn es muss möglich sein, dass die führenden Leute der Union versuchen, eine Lösung im Sinne der Union letztendlich zu finden. Jens Spahn hat recht. Es geht um eine Weichenstellung. Es geht um die Frage, wie holen wir die Union jetzt aus einer Richtungskrise quasi heraus. Und insofern wäre es gut gewesen, wenn alle sich an diese Spielregeln halten. Insofern mag Norbert Röttgen eine Chance haben. Persönlich glaube ich aber, dass Armin Laschet und Friedrich Merz die entscheidenden Konkurrenten sein werden. Und Armin Laschet gemeinsam mit Jens Spahn, der auch ein politisches Spektrum abdeckt, das ist sicherlich insgesamt eine gute Aufstellung. Die Mitglieder müssen entscheiden. Ein völlig normaler Vorgang für eine demokratische Partei wie die CDU. Und die Delegierten entscheiden am 25. April. Herr Althusmann, drei der Bewerber, Friedrich Merz, Jens Spahn und Norbert Röttgen, die haben ein durchaus kompliziertes Verhältnis zu Angela Merkel, um es mal milde auszudrücken. Da fragt man sich schon, kann das wirklich gut gehen, wenn der neue Vorsitzende noch ungefähr anderthalb Jahre mit der Kanzlerin zusammenarbeiten muss? Und ob es dann nicht doch eigentlich nur mit Armin Laschet geht? Was sagen Sie? Angela Merkel weiß um ihre besondere Verantwortung für die Partei. Wir haben am Montag auch über diese Frage gesprochen. Ich glaube, letztendlich ist dieser Übergang so geräuschlos wie irgend möglich zu organisieren. Wir wissen, dass sie spätestens am Ende der Legislaturperiode nicht mehr im Amt sein wird. Und von daher sind alle Partei, die einzelnen Vereinigungen der Partei, aber natürlich auch die Bundesregierung einschließlich der Kanzlerin aufgefordert, wenn bei uns die Entscheidung über Bundesvorsitz und Kanzlerkandidatur gemeinsam mit der CSU feststeht, dann ist die Richtung und der Richtunggebende der Bundesparteivorsitzende und Kanzlerkandidat. Und ich denke, dass die Kanzlerin dieses Signal auch akzeptieren wird. Sagt Dr. Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen und Bundespräsidiumsmitglied. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.